Einen wunderschönen guten Morgen, heute Dienstag, 21. Juli. Wir starten gleich mit der Do It Morning Motivation Show, heute ja schon der zweite Teil, also jetzt geht's richtig los. Auf meiner Webseite ist auch schon, also für diejenigen, die gestern nicht dabei sein konnten, gibt es auch die Show jetzt da zum Nachschauen schon auf meiner Webseite oben. Das heißt, es gibt einen eigenen Bereich im Edutainment Center drinnen, heißt sogar Periscope Do It Morning Motivation, und da ist auch das erste Video, insgesamt waren das 26 Minuten, ja, also kann man auch dort kostenlos anschauen. Willkommen, dass ihr heute dabei seid, freue mich ganz besonders. Ja, die Leute trudeln jetzt da so Step by Step ein. Man kann ruhig den Chat auch benutzen. Ich poste das Ganze jetzt dann noch schnell auf meinen Social Media Kanälen, weil ich habe gestern bemerkt, dass doch sehr viele über den Desktop mit dabei sind. Ja? Das heißt jetzt da schnell aktualisieren. So, auf Twitter. Also wirklich Social Media heutzutage, Herz, was willst du mehr? Man muss die Dinge halt nur wirklich richtig nutzen. So, jetzt einmal posten. So. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal an alle. Ja, wir werden heute wieder bei der Do It Morning Motivation Show insgesamt, ja, 20, 25 Minuten, je nachdem, wie wir mit dem Thema heute durchkommen. Auf der anderen Seite machen wir auch eine kleine Wiederholung für diejenigen, die gestern nicht dabei sein konnten. Man kann natürlich dann auch morgen oder heute dann auch das erste Video dann dort anschauen. Also es wird ja wirklich ein in sich geschlossener Kurs sein, diese Do It Money Motivation. Also auch von dem her passt es optimal. So, auf Social Media haben wir das Ganze jetzt da gepostet. So, einer fehlt noch. So, also im Hintergrund läuft die Musik von den Rascal Flatts. Ja, ist eine Interpretation von Life is a Highway. Passt optimal für den heutigen Tag. Habe auch wieder die Kopfhörer, weil ich gestern eben gemerkt habe, dass es doch übers Mikrofon eine viel bessere Tonqualität ist. Und weil ich ja auch mit Zeichnungen arbeite, ja, ist es doch dann um einiges besser. Okay, starten wir jetzt da hinein in die Do It Morning Motivation. Ihr seht es schon, ich bin auf meiner Terrasse wieder hier draußen und starte so jetzt da meinen Tag. Aber steigen wir jetzt da gleich mal ein, was war gestern das Thema, damit für diejenigen, die gestern nicht dabei sind und noch nicht die Aufzeichnung gesehen haben, damit die wissen in relativ kurzer Zeit, um was ist das gestern gegangen. Ja? Das erste Mal, wir haben gestern darüber gesprochen, was bewegt Menschen. Ja? Es gibt immer eine Grundmotivation bei den Menschen und im Wort Motivation steckt dann schon etwas drinnen, was ist dein Motiv? Und ich nenne das mit dem Motiv jetzt da auch immer, das ist auch auf meiner Webseite oben, was ist dein Why? Ja? Was ist dein Sinn? Klingt das ja vielleicht blöd, was ist der Sinn des Lebens, aber was ist dein Sinn, was machst du gerne, ja? Und jetzt geht es darum, das Ganze herauszufinden und diese Veränderung zu starten, ja? Das Zweite ist jetzt, was wir gestern gesprochen haben, ist, warum sind Veränderungen schwierig? Das heißt, wir wissen, wenn wir andere Situationen in unserem Leben haben möchten, dass man gewisse Dinge ändern muss. Aber wieso ist es so schwierig, das Ganze zu ändern? Weil wir uns in unserem Rahmen drinnen bewegen. Ja, und da war gestern die Aufgabe, verbinde diese 9 Punkte mit 4 Geraden. Ja, und das Interessante war ja, die meisten Menschen, ja, bewegen sich immer im Rahmen drinnen. Aber damit du diese Aufgabe lösen kannst, musst du aus deinem Rahmen raus. Sonst kann man das Ganze auch gar nicht lösen. Ja, und dann war auch dazu geschrieben, 95% der Menschen sind normal. Und da steht auch schon wieder das Wort drinnen, die Norm. Ja, und die Norm habe ich dann so erklärt, das ist zum Beispiel jetzt da ein Buch, ja, A5-Format, ja, das heißt gefaltet
In dem Fall ist das jetzt der A4-Format, ja? Und A5-Format ist weltweit überall gleich groß, egal wo du diese DIN-Norm hast. Ja? Das heißt, das ist A5-Format. Oder das hier jetzt da ist A4-Format. Oder die heutige Zeitung, das ist ein A3-Format. Also egal, wo du das Ganze auch beziehst, wo diese Norm eingeführt ist, es ist immer gleich groß. Ja? So. Und dann haben wir darüber gesprochen, im dritten Bereich dann das Hamsterrad. Ja? Hamsterrad schaut jetzt da so aus, dass du im Prinzip jetzt da deine Woche startest. Ja? Montag ist die Motivation am tiefsten, dann steigt sie nach oben und am Freitag sagen dann alle, überlebt, jawohl, und jetzt geht's rein ins Wochenende. Und die meisten Menschen fangen am Wochenende an zu leben. Da sage ich immer ganz bewusst dazu, mit 20 Jahren gestorben und mit 80 dann begraben. Und dann denke ich mir ab und zu, das kann ja nicht wirklich sein, dass die Menschen dann im Prinzip so dahin vegetieren. Ja, das ist ja nicht wirklich der Sinn des Lebens. Ja? Okay, das war das, was wir gestern gemeinsam durchgemacht haben. Und heute geht es natürlich jetzt mit den nächsten zwei Punkten weiter. Das heißt, jetzt schauen wir uns heute an, was sind die Grundregeln der Veränderung. Ja? Und das zweite ist jetzt da, let's do it. Ja? Aber steigen wir jetzt ein in die Grundregel der Veränderung. Und da gibt es natürlich jetzt einen ganz einen wichtigen Part. Und wir fangen jetzt da wieder an, das Ganze zu zeichnen. Ja? Weil ich mache im Prinzip das seit, boah, ich glaube, diese Grundregel ist auch im Buch beschrieben, gibt es seit 5 Jahren, ich glaube mindestens 5 Jahren, wo ich das Ganze schon mit meinen Kunden, Seminarteilnehmern durchmache, ja, um das Ganze zum Veranschaulichen, ja, in ganz einfachen Schritten natürlich, ja. So, zeig mal das Ganze mal auf. Jeder Mensch, ja, wenn er im Prinzip durchs Leben geht, wie gehen die meisten Menschen durchs Leben? Wir gehen für 95%, gehen genau so durchs Leben, ja. Und ein jeder Mensch, egal jetzt da, woher er kommt, ja, das heißt auch ich, ja, wir bewegen uns in unserem Rahmen drinnen. Ja? Und dieser Rahmen, das sind die sogenannten, nennen wir es einmal, Gewohnheiten. Ja? Das heißt, alles spielt sich in diesem Rahmen ab. Das bedeutet, das ganze Leben spielt sich in diesem Rahmen ab. Das bedeutet, auf der einen Seite natürlich das Geld, das du verdienst. Ja? Jetzt nehmen wir an, normaler Arbeiter, er verdient seine 1500 Euro oder 1000 Euro oder ein Büroangestellter. Das spielt sich in diesem Rahmen drinnen ab. Dann natürlich auch jetzt da, wo er lebt. Ja, zum Beispiel jetzt da das Haus oder die Wohnung. Ja, das spielt sich in diesem Rahmen drin ab, weil das kann er sich vorstellen. Der dritte Bereich dann, oder das nächste, ist ein Beispiel, ja, die heilige Kuh, ich bin kein guter Zeichner jetzt da, ja, das Auto, das er fährt. Ob das jetzt ein normaler Geländewagen ist, ob das jetzt der Kleinwagen ist oder wie auch immer. Es spielt sich in diesem Rahmen drin ab. Und jetzt kommt das, was viele vielleicht nicht hören wollen. Auch die Beziehung, die du führst, die sie führen, spielt sich in diesem Rahmen drinnen ab. Ob man dann glücklich in dieser Beziehung ist, ist komplett was anderes. Ja? Aber ich habe eines gelernt, wenn der Partner, ja, wenn man einen hat, nicht mitspielt, oder wenn man nicht wirklich optimal synergiert, zusammenspielt, dann ist es kein erfülltes Leben. Das funktioniert da nicht. Also wenn man eine Beziehung hat, wenn man eine Partnerschaft hat, egal ob jetzt der Mann, Frau, Frau, Mann, 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 Frau, Frau, wie auch immer, dann muss man eine erfüllte Beziehung haben, man muss über alles reden können. Ich sitze jetzt da gemütlich auf der Terrasse, wir haben jetzt da 8:07 Uhr und ich habe gerade mit der Nadine vor, mit meiner Frau, wir sind jetzt da seit, boah, jetzt muss ich nur nachdenken, 2008, 7 Jahren zusammen und wir sind jetzt fast 6 Jahre verheiratet. Wir haben gerade wieder ein super Gespräch gehabt, Kaffee getrunken gemeinsam, sie ist jetzt da reingegangen, weil sie muss um 8.30 Uhr weg und ich mache jetzt dieses Periscope Livestreaming. Ja? Das heißt, du musst eine erfüllte Beziehung haben, du musst über alles auch sprechen können, intern in einer Beziehung drinnen. Und jetzt kommt nämlich das Schlimme. Ich sage immer so positiv schlimm. Ja? Wenn du mehr in deinem Leben haben möchtest, wo spielt sich das in deinem Rahmen ab? Das heißt, dieses mehr in deinem Leben spielt sich nicht im Rahmen ab, nein. Ja? Nämlich, das spielt sich außerhalb ab. Das heißt, mehr Geld gibt es außerhalb von diesem Rahmen. Ein anderes Haus, das du dir dann vielleicht leisten kannst, oder ein anderes Auto, spielt sich dann außerhalb von diesem Rahmen ab. Ja? Der nächste Punkt ist natürlich jetzt auch, wenn du sagst, okay, anderes Auto, weil wenn du es da mehr verdienst, kannst du ein anderes Auto auch leisten. Die Frage ist immer noch, muss man sich das Ganze auch leisten? Ja, oder ist das reine Geldverschwendung? Ich war gestern Nachmittag, habe ich 2 Termine gehabt in der Innenstadt drinnen, in einem tollen Café. Ja, und dann sind, sagst du wirklich bewusst dazu, diese
möchte gern Machos, ja, mit einem Porsche wieder Gas geben, die Straßen runter. Denke mir irgendwie, das ist so. Das heißt, wenn ich einen Porsche fahre, dann will ich diesen Genuss erleben, aber will mir nicht anbiedern, die anderen zu zeigen, was ich alles habe. Also ich glaube, die Zeiten der 80er Motivation, die ist komplett vorbei. Und wenn man das in der heutigen Zeit nicht verstanden hat, dann ist man komplett fehl am Platz. Ja? Und natürlich jetzt auch, und das ist das Nächste, auch eine erfüllte Beziehung, wenn man sie noch nicht gefunden hat, spielt sich außerhalb von diesem Rahmen ab. Ja? Und ich habe dieses Beispiel auch bei einem Seminar, ich habe ja sehr viele Seminare gemacht in den letzten Jahren, in Zürich, oder nicht in Zürich, in Pfäffikon gemacht. Und da waren um die 100 Seminarteilnehmer im Hotel Plaza, also im Casino Hotel, ich glaube am Züricher See war das. Und da habe ich genau dieses Beispiel auf der Flipchart gemacht. Und nach der Pause ist dann gegenüber von mir beim Mittagessen eine Dame gesessen, komplett aufgelöst, komplett geweint. Ja? Weil ich natürlich bewusst gesagt, das war bei mir damals der Hinderungsgrund, wieso dass ich meine Entscheidungen im Leben nicht getroffen habe. Ich war damals in einer Beziehung drinnen, die hat nicht mehr funktioniert. Und man hat sich nicht getrennt, weil man gewohnt war, das Ganze. Ja? Das heißt, das war der Hinderungsgrund, damit ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Aber keiner hat gesagt, machen wir den nächsten Schritt, setzen wir einfach die Entscheidung. Ja? Und Sie kennen das vielleicht, wenn man sagt, okay, zieh schnell das Pflaster runter. Dann tut es vielleicht einmal kurz weh, aber dann ändert sich das Ganze. Ja? Und da habe ich das auch gesagt. Also, ich will Menschen, damit die auch im positiven Sinne wachrütteln, damit sie aus ihrem Konkon, aus ihrer Komfortzone rauskommen. Und jetzt machen viele Menschen nämlich ein Problem. Ja? Und das vergessen sie immer bei dieser Veränderung, bei dieser, ich sage wirklich, definitiv, wenn man das Konzept verstanden hat, dann wovor hat man dann Angst im Leben? Ja? Was machen die meisten Menschen falsch? Sie sagen jetzt zum Beispiel, sie wissen, dass es mehr Geld da draußen gibt. Und was machen sie jetzt? Sie gehen her und sagen, okay, du lieber Chef, bezahl mir mehr. Du da draußen. Ja? Weil wenn du mir mehr bezahlst, dann gibt es auch ein anderes Haus. Ja? Wenn, dann können wir ein anderes Auto leisten, ja, dann kann ich mir eine andere Beziehung leisten, ich nehme einen anderen Partner. Aber immer der andere muss sich verändern. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das heißt, du kannst die Aufgaben, die du in deinem Leben hast, nie delegieren. Das heißt, das funktioniert nicht. Veränderung, ja, fängt nie im Außen an. Du kannst nicht sagen, du lieber Chef, bezahl mir mehr, du mach das, du mach das, du mach das. Ja. Die Veränderung fängt ganz woanders an. Ja. Und das ist das, was ich auch schmerzhaft erfahren haben müssen, weil ich meine, ich bin ja nicht jetzt als Weiser vom Himmel gefallen, so wie, jetzt kommt gerade ein neuer Terminator in den Film vom Arnold Schwarzenegger und ich wohne hier in Meiersdorf und Tal bei Graz, das ist der Geburtsort vom Schwarzenegger, ist ja nur, ich schätze mal, nicht einmal 8 Kilometer von mir hier entfernt, ja. Und der ist ja damals auch nicht als Weiser vom Himmel gefallen bei Terminator 1 und jetzt war er da mit der kompletten Weisheit. Das heißt, jeder kommt von uns auf die Erde und das, was wir nicht mitbekommen, sind diese Spielregeln. Ja, das heißt, worum geht es jetzt im Leben drinnen? Und ich vergleiche das immer wie mit der Reise, die Reise des Lebens, aber dazu dann in den nächsten Tagen auch mehr, wenn es darum geht, Aufgaben zu lösen. Ja, das heißt, da geht es darum, um positives Denken. Ja, bleiben wir bei dieser Grundregel der Veränderung. Das bedeutet, wenn Veränderung startet, kann Veränderung nur an einem Punkt stattfinden, ja, das wirklich funktioniert. Und als ich es für mich persönlich verstanden habe, ja, hat sich in meinem Leben ein gewisser Schalter umgelegt und dann ist es Step by Step vorwärts gegangen. Ja. Dann sind die ersten Erfolge eingetreten. Ja. Das heißt, die Regel schaut einmal so aus: Die Veränderung fängt immer bei dir selber an. Und da gibt es ein tolles Zitat, ja, von Mahatma Gandhi. Hier fängt die Veränderung an. Und das Zitat von Mahatma Gandhi lautet ja auch: Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Du musst dich verändern. Ja? Du musst dich woanders hin entwickeln. Auch wenn es bedeutet, dass man gewisse Menschen nicht mehr trifft, dass man gewisse Freunde nicht mehr hat, dass man sie nicht mehr. Weil ich habe das gestern auch kurz drinnen gesagt. Du kannst nicht erwarten, heute in einem Leben, wo du unzufrieden bist, nichts zu ändern und trotzdem zu etwas anderes kommen. Das Leben, das du jetzt hast oder das du aktuell führst, mit dem du vielleicht, ich sage mir bewusst, vielleicht nicht zufrieden bist, das ist das Produkt deiner Aktivitäten aus der Vergangenheit. Und wenn du deine Zukunft ändern willst, dann musst du nur, und das ist ja so einfach, jetzt deine Aktivitäten ändern.
Und das ist das Schöne dabei. Ändere jetzt deine Aktivitäten und du wirst automatisch eine andere Zukunft haben. Und wenn du deine Aktivitäten änderst, ist es genau so, dass du jetzt im Prinzip dich anfängst zu ändern. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, das war auch damals die Idee von der Nadine, wie man das veranschaulichen kann. Ja? Wenn du dich persönlich veränderst, ja, zu dem kommen wir dann auch, wie du dich verändern kannst. Ja? Also keine Sorge, bleibt einfach damit dabei. Und für diejenigen, die jetzt da neu dabei sind, schaut euch einfach dann auf meiner Webseite die Aufzeichnungen an. Ja? Dann seht ihr genau diesen Stufenplan dabei. Und, muss ich gleich dazu sagen, nochmal einen wunderschönen guten Morgen an alle hier in die Runde. Und Periscope hat eine tolle Belohnung eingebaut in die App drinnen. Wenn man über das Smartphone dabei ist und auf dem Bildschirm tippt, ja, dann erscheinen Herzen. Ja, und je mehr Herzen ein Periscope, ein Broadcaster bekommt, desto beliebter steigt er auch beim Ranking auf. Also wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier mache, App runterladen, auf den Bildschirm tippen und dann mich ein bisschen belohnen für diese Arbeit. Ja? So, das heißt, wie schaut es da jetzt aus von der Veränderung her? Von deiner Mitte ausgehend, ja, vom Herz. Weil da drinnen spielt sich alles ab. Nicht umsonst sagen die Menschen immer wieder, welches Bauchgefühl hast du dabei? Wie fühlt sich's da unten drinnen an? Ja? Welches Bauchgefühl hast du bei gewissen Entscheidungen? Ja? Hast du ein gutes Bauchgefühl oder hast du ein schlechtes Bauchgefühl? Nur was haben die Menschen auch wieder verlernt? Sie fangen immer an, sofort mit dem Verstand zu denken. Es ist nicht unrichtig, mit dem Kopf auch mitzudenken, diese Basics, ja. Nur bei gewissen Grundentscheidungen geht es auch darum, sich auf seinen Bauch zu verlassen. Und da haben Frauen einen gewissen Vorteil gegenüber von uns Männern. Ich bin gestern mit einem guten Freund zusammengesessen beim Café und er hat dann gesagt, wenn ich öfter auf meine Frau gehört hätte, hätte ich mir gewisse Erfahrungen erspart, auch finanzielle Verluste, ja, weil Frauen haben einfach diesen sechsten Sinn, wo es um dieses Gespür geht. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich auf dieses Gespür zu verlassen, ja. So. Das heißt, wenn man sich jetzt da auf diese innere Einstellung, auf diese innere Veränderung verlässt, was passiert dann automatisch? Von deinem Herz ausgehend setzt dich eine gewisse Energie in Bewegung, ja. Und dann beginnt etwas, nämlich alles, was du dir in deinem Leben vorstellen kannst, kannst du auch anziehen, kannst du auch erreichen. Und damit wirst du automatisch auch ein Magnet. Und das Schöne ist ja, wenn du dir das automatisch auch vorstellen kannst, erreichst du auch automatisch, ja, deine Ziele, die du im Außen dann stattfinden. Vorausgesetzt, du hast Ziele. Ja. Und über Ziele sprechen wir dann auch wieder. Ich glaube, morgen oder übermorgen ist das dann auch der Part, wie arbeitet man mit dem Ganzen. Ja? Das heißt, die Do-It-Money-Motivation ist die Show in dieser Woche, 8 Uhr bis 8.30 Uhr auf Periscope. Aufzeichnungen gibt es dann auf der Webseite. Aber es geht darum, Step-by-Step das zu erarbeiten. Ja? Und wenn du das dann verstanden hast, ist das Leben wirklich einfach. Ja? Wir lernen dann auch noch, wie du das Ganze lernst. Ja? Und was passiert dann? Weil ich habe gestern auch kurz gesagt, ja, jetzt kommt die Auflösung, weil einige vielleicht werden sie gedacht haben, okay Thomas, jetzt hast du gestern etwas ganz Interessantes gesagt, nämlich, ich habe gesagt, 95% der Menschen sind normal. Und jetzt kann man ruhig in den Chat hineinschreiben, weil es sind wieder einige neue Leute hinzugekommen bei Periscope. Ja, kurze Erklärung, einen wunderschönen guten Morgen. Man kann über die App direkt reinschreiben und mit mir kommunizieren. Ja, das ist das Erste auf Periscope, was toll ist. Und das Zweite ist auch, wenn dir das gefällt, was ich hier sage, und wenn es dich motiviert, kannst du auf den Bildschirm tippen, ja, und dadurch mir Herzen geben, ja. Herzen sind so das Ranking im Periscope drinnen, ja. Und bei einigen, was ich auch gesehen habe, wie ich das Ganze gefunden habe, sehr interessant. Ja, und was ich auch sagen möchte, ich habe Periscope vor 2 Wochen entdeckt, als es noch relativ unbekannt war. Und jetzt, da sind gerade Speaker-Kollegen in Amerika drüben. Danke für die Herzen, Florian. und jetzt, da kommt Periscope wirklich definitiv nach Europa. Und ich kann auch sagen, ich bin hier einer der Ersten, der diese Do-It-Money-Motivation in diesem Stil auch macht. Und das taugt mir wieder, weil ich wirklich jemand war, der das wieder so neu entdeckt hat und neu aufgerollt hat. Ja, das heißt, du musst, wenn du etwas deinen Klienten auch empfehlst, auch selber tun. Aber kommen wir wieder zurück. Jetzt kann man ruhig reinschreiben dann. 95% sind normal. Und was fehlt jetzt da auf die 100%? Das heißt, 100 minus 95 sind im Prinzip, ja, da braucht man jetzt da keinen Taschenrechner dafür, das sind 5%. Nur, was ist jetzt da mit diesen 5%? Da muss ja irgendwas sein, ja. Und diese 5%, ja, das seid jetzt da genau ihr, das sind genau Sie, die heute hier in diesem
Periscope in diesem Scope, ja, man nennt es ja Scope, drinnen sind, ja, die restlichen 5%, ja, sind verrückt. Aber jetzt dann nicht in dem Sinne, dass sie durchgeknallt sind. Ja? Das heißt, wir haben ja gestern gesagt, 95% sind normal. Was steckt im Wort normal drinnen? Im Wort normal steckt drinnen, ja, die Norm. Das haben wir gestern schon besprochen. Und jetzt kommt das Nächste. Was steckt in diesen 5% verrückt drinnen? In diesen 5%, in diesem Wort verrückt, steckt was drinnen? Ja, einige werden es jetzt schon gedacht haben. Verrückt. Und was heißt jetzt der Verrücken? Verrücken heißt raus aus dem Normalen, raus aus diesem Rahmen. Und das ist genau wieder das. Wenn du genau dieses 5% machst, bist du genau raus aus diesem Rahmen. Du bist verrückt. Du hast jetzt da eine andere Sichtweise zu diesen ganzen Dingen. Ich habe jetzt da ein Glas Wasser stehen. Ja? Ich habe jetzt da, jetzt habe ich schon meinen Tisch angeschmiert mit dem Stift. Ich habe das Glas jetzt da hier stehen. Ja? Jetzt verrücke ich das Ganze, jetzt habe ich das nicht mehr im Blickfeld drinnen. Oder, das ist genau wieder das, was die meisten Menschen auch falsch machen, sie gehen mit diesem Tunnelblick durchs Leben und vergessen darauf, was links und rechts noch alles passiert. Man kann von etwas überzeugt sein, aber man sollte sich auch andere Dinge anschauen und irgendwie offen sein in der Kommunikation. Ja? So, und wenn jetzt da die restlichen 5%, so wie es ihr, wie sie es heute hier in diesem Scope drinnen sind, weil andere, sage ich ganz ehrlich dazu, die sitzen jetzt beim Frühstück, so wie jeden Tag, die sitzen jetzt im Büro drinnen, so wie jeden Tag, und wundern sie, wieso, dass sie das Leben nicht ändern. Sie hoffen alle auf einen Lottogewinn und wundern sie, wieso, dass sie nicht kriegen. Nur, Gewinn im Leben fällt immer zuerst einmal da oben drinnen ein. Und ich habe gestern auch schon bewusst dazu gesagt, gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren. Wie ist deine Einstellung im ganzen Leben drinnen? Ja? Und wenn man das Ganze verstanden hat und sich jetzt auf diese 5% verrückt einlässt, wie schaut denn dann automatisch deine Woche aus? Ja? Und diese Skizze kennt ihr noch von gestern. Ja, man kann auch die Aufzeichnung anschauen, wenn man sehen möchte, was ist das Ganze. Aber hier geht es um die Motivation. Ja? Gestern haben wir ja Montag gehabt und wie ist die Motivation an einem Montag? Die ist natürlich definitiv unten. Ja? Da gibt es auch die Begriffe wie blauer Montag, Montagsgrippe, am Montag blau machen. Ja? Man ist null motiviert. Und je länger die Woche dauert, desto höher wird die Motivation. Wieso ist das so? Weil sich alle auf Freitag freuen. Und da kann man bewusst dazu sagen, mit 20 Jahren gestorben und mit 80 Jahren begraben. Und was war dann dazwischen? Man hat irgendwie dahin existiert, vegetiert, wie auch immer. Ja? Man hat nicht wirklich sein Leben gelebt. Und wenn man jetzt anfängt, sein Leben selber in die Hand zu nehmen, aufhört von diesen ganzen Zweifeln, weil eines kann ich auch sagen, oder habe ich selber erlebt, am Anfang zweifelt man, dann trifft man die Entscheidung, es ist ab und zu ein bisschen schmerzvoll und auf einmal ändert sich das Leben in einem positiven Sinne immer mehr und dann stellt man sich die Frage, wieso hat man das Ganze nicht schon früher gemacht? Ja, das wird definitiv irgendwann einmal diese Frage auch bei euch im Kopf drin aufscheinen. Und dies ist ja die Motivation von einem Verrückten, ja, der fängt natürlich jetzt schon ganz anders an, ja, bei der Motivation. Ja, das heißt zum Beispiel jetzt da hier, der hat eine Motivation am Montag schon ganz oben. Heißt nicht, dass er immer ein Highflyer ist, weil er hat absolut auch einen Einbruch. Ja? Das ist ganz normal. Aber diese Leute wissen auch jetzt da, wie sie sich genau wieder motivieren, um nach oben zu kommen, um ihre Ziele auch zu erreichen. Sprich, dieser Mensch ist wahrscheinlich glücklicher, ja, als 95% der anderen Menschen. Ja? Und das ist so wichtig bei der Grundregel der Veränderung. Also was ihr heute mitnehmen könnt, ist erstens einmal, Veränderung fängt immer bei dir persönlich an. Also ihr seht, ich bin ein bisschen euphorisch in diesen Dingen drin, weil mir das Thema so taugt. Ja? Aber Veränderung fängt immer bei euch persönlich an und laut Zitat von Mahatma Gandhi, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ja? Du musst einmal den ersten Schritt anfangen und dann kann ich dir auch eines garantieren, das ist bei mir persönlich passiert und ich bin davon überzeugt, wenn es mir passiert ist, dann passiert es auch bei dir, wenn du das Ganze tust. Ja? Jetzt würde ich gerne dieses Sprichwort tun. Ja? Es wird sich automatisch dein Umfeld ändern. Auch wenn man jetzt da gewisse Freunde nicht mehr trifft. Du wirst automatisch andere Menschen kennenlernen mit einer besseren, höheren Qualität, mit einer höheren Energie. Und damit hast du automatisch einen anderen Lifestyle, ein anderes Denken in deinem Leben drinnen. Ja? Und das Zweite ist dann, dass du dir bewusst wirst, wenn du das Ganze auch dann aktiv machst, dass du einen anderen Energielevel hast. Ja? Dass du anders motiviert bist. Ja? Also das heute am
Dienstag von der Do It Morning Motivation Show. Könnt ihr mir ruhig wieder Herzen geben. Ich werde heute auch das Video wieder schneiden und das wird es in den nächsten Stunden dann wieder auf meiner Webseite geben. Nächste Bitte wieder, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Periscope, dann seid ihr immer live dabei, wenn ich einen neuen Podcast starte. Und in dem Sinne kannst du jetzt auch noch Fragen stellen, überhaupt kein Thema. Ich bin auch noch offen für Herzen, das heißt einfach auf den Bildschirm hinauf tippen, ja, und Danke sagen. Ja. Und ich sage mal vielen Dank fürs Dabeisein heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, gleiche Zeit, gleicher Sender, nämlich auf Periscope bei @ThomasStratner. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen tollen Dienstag und bis morgen.